Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV-News. Schön, dass du wieder da bist. Die wohl spannendste Woche wartet jetzt auf uns. Nächste Woche ist für viele wohl diese Woche, die das Jahr 2020 hier ausmachen. Wir gehen aber nochmal zurück in die Vergangenheit und schauen mal drüber, was so in der letzten Woche alles so passiert ist. Das alles und mehr gibt's jetzt hier in den News. Ein neues OMSI 2 Addon wurde angekündigt mit dem Namen OMSI 2 Addon Berlin BRT. Dies war jetzt vor einigen Tagen auf der Website von Harlycon aufgetaucht und so heißt es aktuell. Stellen wir uns für einen Augenblick vor, wir wären Stadt- bzw. Verkehrsplaner und können eine Schnellbuslinie in der Großstadt Berlin so gestalten, wie wir es für sinnvoll erachten, ohne uns an irgendwelchen Konventionen halten zu müssen. Genau das ist im OMSI 2 Addon Berlin BRT Bus Rapid Transit passiert. Denn anders als in der Realität lassen sich solche Änderungen in einer Simulation sehr gut umsetzen. Lange Planung und Baustellenphasen bleiben einem hier erspart. Einzig und allein der verkehrstechnisch optimale Weg für den Bus wäre entscheidend. Warum also nicht in der Mitte des Berliner Kurfürstendamms statt Parkstreifen eine Busstraße einrichten? Oder Ampeln mit Busbevorrechtigung ausstatten und einen Turbokreisverkehr bauen, damit Staus fast verschwinden? Weil die Busse so deutlich schneller vorankommen, können die Buslinien im Takt verdichtet werden. OMSI Berlin BRT Bus Rapid Transit enthält das Streckennetz aus dem bekannten OMSI 2 Addon Berlin X10, stellt aber nun den Zustand aus dem Jahr 2019 statt 2013 dar. Seitdem hat sich vieles an der tatsächlichen Strecke im Herzen von Berlin getan. Zahlreiche neue Gebäude sind in der Realität entstanden und zum Teil auch neue Linienführungen. Etliche neue Gebäude und Updates bringen Abwechslungen ins Spiel, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Allein das Areal um den Bahnhof Zoo hat sich stark gewandelt und hat etliche Gebäude bekommen. Das OMSI 2 Addon Berlin BRT Bus Rapid Transit bringt einen neuen Bus mit. Es ist ein C2 Solo E6. Neben dem ebenfalls erhaltenen und aus dem OMSI 2 Addon Berlin X10 bekannten Berliner Flaggschiff, dem MAN DL05, wartet also ein neuer Bus auf die Spieler zum Erkunden der OMSI-Karte. Berlin BRT Bus Rapid Transit ist die neue OMSI-Map für alle Berlin-Liebhaber. Erscheinen soll das Ganze bereits am 24.08.2020, wenn es keine Verschiebung gibt, für einen Preis von ca. 15 Euro. Bad Hügelsdorf 2020 hat ein neues Update bekommen in der Version 1.31. Trotz der tropischen Hitze ist das Entwicklerteam des OMSI 2 Addons Bad Hügelsdorf 2020 dabei, das Addon weiter zu pflegen. Es werden Korrekturen und Anpassungen vorgenommen, Buslinien verlegt und natürlich jedes Mal weiter die Performance optimiert. Beim Update 1.31 lag der Schwerpunkt bei geänderten Faden, Anpassung von Skripten, den überarbeiteten Ticketpack und eine Vielzahl von kleinen Änderungen. Unter anderem wurden jetzt hier auf der Map die Kreuzung am Hauptbahnhof überarbeitet, die Kreuzung in Mill wurde bearbeitet, Tempolimit auf der Karte wurde angepasst, Vorfahrtsregeln wurden angepasst und so weiter und so fort. Am Fahrplan wurden hier fehlende Ansagen hinzugefügt und Abfahrtzeit der Linie 316 wurde verändert. Sonstiges wurde hier nochmal Überarbeitung des Ticketpacks nochmal vorgenommen und zahlreiche kleine Anpassungen und Korrekturen. So heißt es aktuell im Post auf Facebook. Projekt Gladbeck hat wieder mal ein neues Bild auf Facebook veröffentlicht. Es zeigt die Linie 721, einen kleinen Streckenplan. Mit ein paar Eckdaten, unter anderem die 54 Minuten Fahrzeit, 33 Haltestellen und 17 Kilometer. Wir hatten bereits in der letzten News davon berichtet, dass ja weitere Bilder aufgetaucht sind mit der Linie 721 Richtung Flughafen. Jetzt gibt es einen kleinen Streckenplan. Dementsprechend geht die ganze Linie von Flughafenterminal A, B, C nach Guter Weg. Dementsprechend, ja, sind wir mal gespannt, was daraus wird. Aktuell wurde zu diesem Bild nichts drunter geschrieben. Was vermutet ihr? Wird das Ganze wieder ein Mini-DLC oder ein kostenloses Update? Tobt euch gerne mal unten in den Kommentaren einfach mal so ein bisschen aus. Still Alive und Astragon haben jetzt den Bus-Simulator 21 angekündigt, welcher jetzt
2021 für den PC, der PlayStation 4 und der Xbox One erscheinen soll. Wir haben ein Spezial-ÖPNV-News-Video dazu gemacht. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gehen wir das ganze Thema nochmal ein bisschen durch und schauen so ein bisschen drüber, was alles noch so enthalten sein wird. Neben einer zweiten Karte, die ja dabei sein wird, kam natürlich oft die Frage, ob es denn auch möglich sein wird, dass die Busse, die bereits im Bussimulator 18 verfügbar sind, auch für den Bussimulator 21 vorhanden sein werden. Und dementsprechend gab es ein erstes Bild, welches den Iveco Urban Way zeigt, der durch das Chinatown-Gebiet fährt. Dementsprechend muss man das Ganze natürlich hier noch so ein bisschen vorsichtig behandeln, denn offiziell wurde das Ganze noch nicht bestätigt. Sobald wir hier mehr Informationen haben, werden wir euch das Ganze dementsprechend natürlich zukommen lassen. Das S25 Addon hat ein neues Update bekommen. So sind wir jetzt aktuell in der Version 1.03. Ab sofort steht die Baureihe 481 in Version 1.03 bereit. Es wurden zunächst weitere kleine Fehler behoben, die aus dem Nutzerkreis gemeldet wurden. Weitere Anpassungen bzw. an SIFA und Bremsmanager bringen die Funktionalität des Addon-Fahrzeugs noch näher an das Original heran. Weiterhin wurde uns einige seltene Fotos zugespielt, anhand derer die Optik einiger Zugzielanzeigen verändert wurde. Wer wäre davon ausgegangen, dass die Zugzielanzeige für den Flughafen BER im Vergleich zum Flughafen Schönefeld ein alternatives Fliegersymbol benutzt? Für alle Zuarbeiten sagen wir recht herzlichen Dank und haben die Anpassung im Addon gern vorgenommen. Zu den Höhepunkten des Updates zählen ganz sicher die völlig neuen Drehgestellmodelle, die für die Spielerzüge eingebunden wurden, sowie der nachgerüstete Fernverkehr in den schnellen Spiel. So heißt es aktuell auf der offiziellen Seite von Train Team Berlin. Das Update müsst ihr euch natürlich separat runterladen, solltet ihr euch das Addon gekauft haben. Dementsprechend geht einfach auf die Seite, ladet euch das Ganze runter und installiert es dann für den Train Simulator 2020. Der Microsoft Flight Simulator 2020 ist in greifbarer Nähe. So ist natürlich die Frage berechtigt, wo kauft ihr euch das Ganze? Kauft ihr euch das jetzt auf Steam oder kauft ihr euch das jetzt im Windows Store? Der Entwickler von Microsoft Flight Simulator 2020 hat jetzt Rede und Antwort gestanden und dementsprechend für euch ein paar Antworten mitgebracht. Wie der Entwickler klarstellen, handelt es sich bei beiden Editionen um das gleiche Spiel. Abweichungen gibt es daher nur bei ein paar Kleinigkeiten und das haben Steam und Microsoft Version gemeinsam. Sie teilen sich die gleiche Multiplayer-Welt und Service und Inhalte des Spiels sind ebenfalls gleich. Daher natürlich die Frage, kann ich mit meinen Freunden zusammenspielen? Die Antwort ist hier, ja, es gibt Crossplay zwischen beiden Versionen des Flight Simulators. Es ist also egal, welche Variante ihr jeweils besitzt. Die Frage ist, was ist mit Achievements? Die Antwort hier, gibt es einen kleinen Unterschied, denn die Achievements sind plattformgebunden. Ihr schaltet also in der Microsoft-Version keine Steam-Errungenschaften frei und umgekehrt. Logisch. Frage, brauche ich auch bei Steam einen Microsoft-Account? Und die Antwort ist, ja, es ist zwingend notwendig, dass ihr bei dem Microsoft-Account angemeldet seid, wenn ihr den Flight Simulator in der Steam-Version spielen wollt. Die Frage, wie sieht es hier mit Mods aus? Und hier hat der Entwickler wie folgt geantwortet, der Steam Workshop wird nicht unterstützt. Ihr könnt Mods aber direkt in den passenden Ordner entpacken. Eine letzte Frage gibt es auch noch, was ist mit Play Anywhere? Microsoft will ermöglichen, dass Spieler einmal gekaufte Titel des Publishers sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One spielen können. Wenn ihr die Microsoft-Version kauft, dann könnt ihr den Flight Simulator auch auf der Konsole spielen, sobald der Titel dort erscheint. Für die Steam-Version gilt das nicht. Also habt ihr eine Xbox zu Hause und ihr wollt das Ganze mit der Xbox spielen, dann müsst ihr in den Windows Store gehen. Solltet ihr beides nicht wollen, dann bleibt euch nur die Alternative Steam. Dementsprechend habt ihr jetzt die Wahl, wo kauft ihr euch das Ganze jetzt? Habt ihr euch das schon vorbestellt oder seid ihr immer noch so ein bisschen skeptisch? Lasst doch gerne mal dazu einen Kommentar unten da. Wir bleiben aber bei dem Microsoft Flight Simulator 2020, denn kaum ist das Spiel draußen, gibt es natürlich auch schon die erste Ankündigung. So heißt es aktuell, heute haben wir ganz besondere Neuigkeiten für euch. Die allererste Work-in-Progress-Screenshots von einem unserer kommenden großen Airports für den neuen Microsoft Flight Simulator. Brüssels Airport. So heißt es aktuell auf der Seite von Aerosoft auf Facebook. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, dann packe ich euch unten den Link in die Videobeschreibung mit rein. Schaut da am besten mal vorbei. Willkommen bei Yorkshire Countys Version 3. Die Version 3 von Yorkshire wurde so designt, dass selbst erfahrene Fahrer ins Schwitzen kommen in den diversen Engstellen in den Dörfern und Städten.
Wobei die Map fiktiv ist, zeigt sich jedoch das Gefühl, als ob man wirklich durch die Landschaft der britischen Region Yorkshire fährt, um dort die ländlichen Regionen mit den städtischen Regionen zu verbinden. Was erwartet dem Spieler in der Release-Version? Mehr als 15 neue Buslinien, die die Region am Meer, die Städte und Dörfer mit der Landschaft in Yorkshire verbindet. Diverse Betriebsfahrten, um komplette Schichten zu simulieren, mit Start am Depot, dann die Linienfahrt und dann die Rückfahrt zum Depot. Nach dem Release soll die Karte weiterhin verbessert und noch vergrößert werden. Unter anderem ist auch noch eine einzigartige Tram geplant, die von BKG Studios entwickelt wird. Genauere und weitere Informationen findet ihr auf der Website von MasterSwitch Studios. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Schaut da am besten mal vorbei. Save the Date, so heißt es aktuell unter dem Facebook-Beitrag von Aerosoft. Denn hier plant man wohl ein großes Gamescom-Special. Freitag, den 28.08.2020, soll irgendwas passieren. Mehr will man uns allerdings noch nicht verraten. Man hat dementsprechend einen Discord-Server dafür extra eingerichtet. So heißt es aktuell. Werdet jetzt Teil des offiziellen Discord-Servers, um gemeinsam mit uns herauszufinden, was wir für euch planen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir freuen uns auf euch, so heißt das aktuell. Unter anderem mit dabei soll wohl View App sein, die Entwickler von Lotus München. The Bass soll dabei sein von TML Studios. Notruf 112V2, der Autobahn-Polizeisimulator Version 3 und noch vieles mehr. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald die neue Informationen durchsickern. Spätestens am 28.08. werden wir dann aber wohl mehr wissen. Mit Train Talk, The Talkshow bei Rivet Games, möchte Rivet Games etwas ganz Neues im Bereich der Train-Simulator-Szene ausprobieren. Kommt in einer live gestreamten Talkshow namenhaften Entwicklern aus der Szene so nah wie nie zuvor. Er hatte neue Einblicke und stellt Fragen, heißt es aktuell. Die erste Episode mit TTB, 3D-Zug und GBE wird am Montag, den 17. August um 19 Uhr live ausgestrahlt. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. 3D-Zug hat schon bekannt gegeben, dass dort mehr Einblick in den ICE 1 geworfen werden kann. Falls euch das Ganze interessiert, solltet ihr dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und Train Team Berlin könnte natürlich auch das ein oder andere Interessante vielleicht mit dem BF481 Addon vorstellen. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Wir werden uns das Ganze mal live angucken. Dementsprechend, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, ja, schaltet uns doch dort einfach mal ein. Damit sind wir denn auch am Ende dieser News angekommen. War ja nun doch schon einiges, was hier passiert ist in vergangener Woche. Natürlich werden jetzt die Augen immer größer auf die kommende Woche der Flight Simulator jetzt am Dienstag. Denn Transim World am Donnerstag erwarten uns zwei Hochkaräter jetzt innerhalb von einer Woche. Die wohl spannendste Woche für viele, viele Gamer, wahrscheinlich im Jahr 2020. Wir sind auf jeden Fall live mit dabei. Wir werden uns das Ganze natürlich ebenfalls hier anschauen. Deshalb hier eine kleine Info, dass wir am Dienstagabend den Stream von dem Flight Simulator hier machen werden. Und am Donnerstagabend wird es einen Stream von Transim World 2 hier auf dem Kanal geben. Wenn euch das beide interessiert, unbedingt schon mal vormerken, dass wir fangen immer so ab 20 Uhr an. Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dort wieder einschaltet. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Und wir sehen uns dann hoffentlich, ja, nächste Mal dann in den Lüften wieder hier mit den ÖPNV-News. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch alles, alles Gute. Bis denn, tschüss!